sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Freunde, ich bin ganz überwältigt, dass so viele Leute gekommen sind. Wir hatten etwa mit 60, 70 gerechnet. Ich denke, es sind fast doppelt so viele gekommen. Und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen hier. Zunächst zum Ablauf. Es wird jetzt dann noch der Kutschkreis eine kurze Begrüßung geben und dann der Herr Karl-Heinz Treiber, die den eigentlichen Festvortrag halten. Und zunächst möchte ich mal ein paar Worte sagen, wie es dazu kam überhaupt, dass ich hier dieses Haus so darstelle. Wie gesagt, ich bin hier 1943 geboren, aufgewachsen und hatte das Glück, hier auch später wieder hierher zu kommen. Ich wurde mit Kunst als Kind überhäuft. Ich war gezwungen, Klavier zu spielen. Ich war gezwungen, das elektrische Klavier, wenn mich das überhaupt nicht interessiert hat. Mich hat die Natur interessiert, vor allem das Lebendige. Aber je älter ich wurde, umso mehr habe ich mich doch trotzdem wieder etwas zurückgewandt und habe das schätzen gelernt. Ich bin ja in einem Meer von Bildern aufgewachsen. Mein Großvater war Künstler, meine Mutter hat Kunst studiert, mein Vater hat Kunst studiert. Mein Vater war Zeichenlehrer in Ettlingen und gab es kein Entrinnen. Auch die Ferien, die wir gemacht haben in Frankreich, da ging es von Kirche zu Kirche. Und ich wollte eigentlich lieber angeln oder Vögel beobachten oder fotografieren. Also, aber so ab der 80er Jahre dann, mein Vater ist ja schon früh mit 1961 verstorben, habe ich mich mit meiner Mutter mehr auseinandergesetzt und wir haben dann versucht, auch dieses ganze Werk mal anzuschauen und mit dem Hinblick eine Ausstellung zu machen, die dann 1996 auch zustande kam. Ich habe also wirklich jahrelang dann schon mal versucht, in Mannheim in der Kunsthalle und überall, wo halt Bilder waren, das auch anzuschauen. Und dank dem Bürgermeister Süß war es dann möglich, eine schöne Ausstellung zu machen 1996. Inzwischen war mein Büro hier im Haus. Ich bin ja Reiseveranstalter für naturkundliche Reisen hauptsächlich. Und es ging etwas drüber und drunter. Ich habe auch zwischendurch mal 2 Jahre in der Türkei gearbeitet. Und schließlich sind wir umgezogen nach Karlsruhe mit dem Büro und dann stand das Haus mir alleine zur Verfügung und ich war aber gar nicht so häufig hier, weil ich war hauptsächlich bei meiner Lebensgefährtin Frau Gisela Reinhardt in Schriesheim und ich habe mich dann langsam dazu entschlossen, mir wurde immer klarer, dass ich der Letzte bin, der überhaupt dieses ganze Werk noch im Kopf hat und die Zusammenhänge kennt und dass ich der Letzte bin, der eigentlich noch was machen kann. Wenn es ich nicht mache, dann ist irgendwie in alle Winde zerstreut. Und Spaß hat mir es ja auch gemacht, das war das Wichtige. Und ganz wichtig war, dass die Gisela da unheimlich sich reingeschmissen hat und da mitgemacht hat. Und so haben wir gemeinsam hier mit anderen Helfern aus dem Büro, zum Beispiel der Herr Braun, der hier ist, und dann vor allem auch mit dem Urban Vollmer, der hier drüben wohnt und der hier sehr, sehr viel mitgearbeitet hat und den ich jetzt eigentlich vorstellen wollte. Er war noch bis vor kurzem da, aber er scheut etwas vielleicht so viel Öffentlichkeit und jetzt ist er gerade nicht da. Ja, also der Urban, der war hier auch. Also ohne ihn wäre das auch nicht so verwirklicht gewesen. Ja, das sind so die Hintergründe. Dann war es eigentlich schon vor 2 Jahren so ein bisschen fast schon fertig. Und dieses Jahr habe ich gesagt, jetzt werde ich es mal der Öffentlichkeit zeigen. Es ist noch nicht fertig so richtig, aber irgendwann muss es gemacht werden. Und wir haben jetzt nochmal in einem riesen Marathon, die letzten 2 Wochen haben wir da diese Bilder von meinem Vater, die bisher da drin waren, auf den Speicher geschafft und die andere Sache, die Grafiken hier rein von meinem Großvater, weil wir uns entschlossen hatten, das als Schindlerhaus zu eröffnen, weil er war der bedeutende Mann hier und ich gehe jetzt auch auf seine Zeit ein. Wie kommt es dazu, dass so ein Bauernbub, er ist hier im Hirsch als Sohn von
Wirtsleute, der Hirsch war eine Wirtschaft, die stand da, wo jetzt das Einwohnermeldeamt ist, das ist der neue Flügel vom Bürgermeisteramt. Wie kommt es dazu, dass so einer Kunst studiert und dann Künstler wird aus so einem Dorf raus? Ne? Es war da eine sehr autarke Gemeinde dieses Mal, mit einer riesigen Gemarkung, eigentlich weit weg von den Zentren. Karlsruhe war ja erst im Entstehen eigentlich, es waren kleine Dörfer drumherum, es war ein richtiger Marktflecke, obwohl es nie Stadt war. Es war so etwas im Schatten von Ettlingen und Rastatt. Gut, 1775 und 1777 sind zwei Marscher geboren, der Karl Kastner mit C geschrieben und der Isaias Kastner, und die sind in Wien ausgebildet worden als Wundärzte. In zwei Monaten waren die fertig mit dem Studium und haben das Diplom gehabt. Ne? Wundärzte und Chirurg. Kamen dann in die kaiserliche Dienste in Wien, und wir haben Dokumente auch noch von der Zeit. Der Karl ist dann im Jahr 1902 dort entlassen worden und kam nach Malsch zurück. Wann der Isaias nach Malsch zurückkommt, kam das weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall kam der Isaias Kastner als gebildeter Wundarzt nach Malsch und hat den Hirsch übernommen, die Wirtschaft. Ne? Und es war wirklich ein gebildeter Mann, die Lore Ernst, die ja die Geschichte des Dorfes Malsch geschrieben hat, die schreibt, dass also bei ihm die Honoratoren des Gebietes ein- und ausgingen. Und und von seinem Sohn, der Valentin Kastner, da heißt es auch, er liebte mehr die Bücher als das Gartenspiel, und der hat auch eine gewisse Bildung gehabt, und die hat er weitergegeben an die Katharina Kastner, an seine Tochter, die dann den Hirsch als Hirschwirtin übernommen hat. Der Mann war aus Walbrecht Zweier, das war der Schindler, Adolf Schindler aus Walbrecht Zweier, Sohn eines Wagners, und die Mutter, die hatte inzwischen zwei Kinder zur Welt gebracht, die gestorben sind im Säuglingsalter. Der Schindler war der dritte, der hat überlebt, und er war dann der älteste von acht Kindern, die sie geboren hat. Es haben vier zunächst nur überlebt und langfristig nur drei, weil die eine Tochter ist auch mit 25 dann gestorben. Die Tochter Sophie, von der Sie so viele Bilder und auch Fotos hier sehen, das war die Lieblingsschwester von Theodor Schindler damals. Ja, und sie hat wohl das gewollt, dass er nicht Hirschwirt wird wie die ganze andere, sondern dass er was Ordentliches lernt. Und sie hat ihn nach der Volksschule schon nach Meersburg geschickt, auf so eine Art Internat. Und dann konnte er in Karlsruhe die Ausbildung machen, der Kunstgewerbeschule. Er war dann schon Lehrer eigentlich, hat dann... Also auf den Lebenslauf muss ich jetzt nicht so genau eingehen. Er hat auf jeden Fall dann Kunst studiert in Karlsruhe, ging dann auch nach München. Und während seiner Schulzeit hat er schon einen Lehrer gehabt, das war der Otto Göller aus Durlach. Dessen Tochter, der Schindler selbst war ja 1870 geboren, die Tochter 1878, die seine spätere Frau Mathilde, die man hier auf vielen Bildern sieht, das war sein Hauptmodell, war die Tochter von seinem Lehrer, den er ja in der Schule schon hatte. Dann 1902 ging diese zukünftige Ehefrau von Schindler, die Mathilde, hat eine Ausbildung gehabt als Lehrerin. Und wenn Sie in das obere Zimmer gehen, da sehen Sie so ein besticktes Tuch. Das ist das Meisterwerk die Abschlussarbeit von der Mathilde Schindler. Das haben wir zufällig auf dem Speicher vor wenigen Jahren noch gefunden, wie auch andere Gegenstände, von denen man gar nichts wusste. Und war diese Frau auch ziemlich gebildet. Sie ging nämlich, was auch ungewöhnlich war für die damalige Zeit, ein Jahr lang nach Albi in Südfrankreich. Und hat dort bei Nachfahren von dem berühmten Maler Toulouse-Lautrec ein Jahr die Kinder unterrichtet in Englisch und in Deutsch.
und musste allerdings auch den Haushalt machen für die Kinder und das Kinderzimmer in Ordnung halten und alles. Sie